Mein Geschäftsgebiet war der Hunger. Ich weiß nicht, wie viele Tote es sind. Ich habe keine Ahnung. Aber ganz sicher habe ich mehr Menschenleben auf dem Gewissen als all die Generäle und Politiker, die man wegen Kriegsverbrechen vor Tribunale gestellt hat. Der Unterschied ist nur, mich wird man nie vor Gericht stellen. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass es ein völlig neues Phänomen auf den Finanzmärkten dieser Welt gibt, inklusive den Auswirkungen der Finanzmärkte auf Rohstoffmärkte. Und dieses neue Phänomen heißt, dass Finanzmärkte massiv Rohstoffmärkte beeinflussen. Ich möchte zunächst aufgrund der Kürze der Zeit erstmal mit dem Mythos aufräumen, dass die Finanzmärkte, dass die Investitionen dort keine Auswirkungen auf die Preise hätten, sondern dass das nur fundamental getrieben ist. Das widerspricht jeder Logik. Geschäftsgebiet war der Hunger. Ich weiß nicht, wie viele Tote es sind. Ich habe keine Ahnung. Aber ganz sicher habe ich mehr Menschenleben auf dem Gewissen als all die Generäle und Politiker, die man wegen Kriegsverbrechen vor Tribunale gestellt hat. Der Unterschied ist nur, mich wird man nie vor Gericht stellen. Ich habe Ihnen als Beispiel hier die Grafik mitgebracht. Ich darf Ihren Blick mal auf diese Grafik lenken. Das ist der Maispreis vom Jahr 2007 bis heute. Ich möchte Sie gerne auf dieses rote Quadrat hinweisen. Das ist Ende 2007 bis Frühsommer 2008 hat sich der Preis für Mais innerhalb von wenigen Monaten mehr als verdoppelt. Die Gründe waren, wie ursprungs erwähnt, es waren die Chinesen, die plötzlich so viel essen. Dann ist innerhalb von 20 Wochen der Maispreis mehr als halbiert, unter das ursprüngliche Niveau. Weder haben die Chinesen das Essen eingestellt, noch wurde der Biospritanbau verboten, noch wurden die Maisfelder in Amerika saniert. Nein, was war passiert? Die Investoren in diese Produkte mussten Kasse machen. Sie hatten Abschreibungen auf amerikanische Immobilien vorzunehmen. Und wenn das hier kein Beweis ist, weiß ich es auch nicht mehr. Wenn Sie richtig gut sind und eine Top-Abteilung haben, dann verdienen Sie als Bank ein paar Millionen. Sagen wir 10. 10 Millionen, wenn es hochkommt. Wir haben im letzten Jahr 40 Millionen Menschen unselbstständig gemacht. Das ging fast von selber. Wir mussten ja nicht viel dafür machen. Wir mussten niemanden deportieren oder erschießen.
Alles, was wir gemacht haben, hat sich als Punktlinie auf einem Bildschirm abgespielt. Der Preis für die Grundnahrungsmittel steigt und steigt und steigt und steigt und steigt. Warum hat diese Gesellschaft kein Interesse daran, Menschen wie mich zu verfolgen und zur Rechenschaft zu ziehen? Ja, wenn korrupte Regime in Afrika nicht dafür sorgen, dass dieser Wohlstand, sei es nur durch Öl, sei es nur durch Rohstoffe im Allgemeinen, bei der Bevölkerung ankommt, dann ist das eine Frage, die sich die Politik stellen muss. Wie können wir es schaffen, dass wir Wohlstand in dieser Region schaffen? Ja? Umgekehrt kann es aber auch sein, dass fallende Preise gut sind. Für was auch immer. Ja, ja, aber das läuft ja fast, also das ist ja der Punkt, der mir so wichtig ist, ne? Mit Somalia. Das läuft, Ihre Argumentation würde ja dann fast so weit oder fast zynisch werden im Sinne von, die sind selbst schuld. Natürlich sind die 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 selbst schuld. Das ist nicht zynisch. Aber Hand aufs Herz, jetzt Sie. Glauben Sie, dass wenn die Geschichtsbücher geschrieben werden oder geschrieben sind in 100 Jahren, dass Sie also vielleicht auch Grund haben, sich zu schämen? Da muss man abwarten, ja, was da rauskommt bei den Prüfungen. Neues Thema. Und die Geschichtsbücher werden hoffentlich dann geschrieben werden, wenn es eine Übereinkunft gibt, bestimmte Produkte nicht mehr zu machen, weil sie im Sinn nicht zuträglich sind, nämlich Gutes zu schaffen oder ethisch zu handeln. Ja. Wenn die Deutsche Bank zu dem Ergebnis kommt, muss man sich ganz klar vor Augen führen, wenn die Deutsche Bank zu dem Ergebnis kommt, wir als Deutsche Bank handeln nicht mehr in Agrarrohstoffen. Ja. So, dann werden alle anderen Banken nicht nachziehen. Das Problem daran ist, was ist Hunger, inwiefern ist es was Neues aus Afrika? Also inwiefern, das hat einen Nachrichtenwert von, sagen wir mal, einer Woche. In dieser Woche ist es in den Medien drin, aber danach wird es sofort wieder vergessen und die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben. Um es ganz böse und zynisch zu sagen. Das heißt, du kommst mit dem Thema an und die sagen, ah, nicht schon wieder Hunger. Genau. Für die Nahrungsmittelpreisspitze 2007-2008 werden folgende Gründe häufig genannt. Steigende Nachfrage, der Verfall des Dollarkurses, Vernachlässigung der Landwirtschaft, Exportbeschränkungen in wichtigen Erzeugerländern, Produktion von Biotreibstoffen, schlechte Öl- und Düngemittelpreise, schlechte Ernten. Der aktuelle Preisanstieg erklärt sich zunächst durch die Ernteausfälle der letzten Monate in Russland, Australien und anderen Erzeugerländern. Doch die extremen Preisspitzen lassen sich durch die genannten Faktoren allein nicht erklären. Hierfür nennen viele Beobachter einen weiteren Faktor. Die immer stärker ausufernde Spekulation auf den Rohstoffmärkten. Nahrungsmittel werden auf dem Markt nicht nur direkt gekauft und verkauft, sondern es gibt den sogenannten Terminmarkt, auf dem zukünftige Ernten gehandelt werden. Ein Bauer, der nicht weiß, was seine Ernte im nächsten Jahr wert sein wird, kann sich am Terminmarkt gegen Preisschwankungen absichern. Dabei kann im einfachsten Fall der Bauer mit einem Müller einen bestimmten Preis und ein zukünftiges Lieferdatum vertraglich festhalten. Diese Terminverträge heißen an der Börse Futures. Außerhalb nennen sie sich Forwards. Damit Bauer und Müller es leichter haben, am Terminmarkt zu handeln, gibt es Zwischenhändler, die dann wie eine Art Absicherer agieren. Sie wenden sich beispielsweise an den Bauern und bieten ihm an, die Verluste zu übernehmen, sollte der Preis für Getreide deutlich sinken. Sollte er jedoch deutlich steigen, so geht der Gewinn an den Spekulanten. Außerdem lässt er sich eine Gebühr für seine Arbeit und sein Risiko vom Bauern bezahlen. Das Gleiche bietet er dem Müller an. Dies bedeutet zwar, dass der Getreidepreis insgesamt leicht ansteigt, aber Bauer und Müller gewinnen dadurch Planungssicherheit. Diese Art Spekulant ist oft gut mit dem Nahrungsmittelmarkt vertraut und gilt allgemein als marktstabilisierend. Zu den Hedgern gesellen sich weitere Spekulanten, die je nach Risikobereitschaft die Risiken und Chancen der ursprünglichen Verträge mit weiteren Futures, Forwards und anderen Mechanismen des Finanzmarktes verteilen oder vervielfachen.
Auf den Nahrungsmittelmärkten gab es lange Zeit relativ wenig Spekulanten. Das hat sich jedoch sehr geändert. Zum einen ist die Gesetzeslage während der letzten 10 Jahre zunehmend freigebiger geworden. In den USA wurde es beispielsweise Banken und Fonds erlaubt, verstärkt auf den Terminmärkten zu handeln. Zum anderen, weil im Zuge der Weltwirtschaftskrise der Immobilienmarkt zusammenbrach. Die Spekulanten suchten einen neuen Markt. Viele von ihnen trieb es auf den der Landwirtschaft. Zu diesem Andrang marktfremder Spekulanten zählen auch Hedgefonds und Indexfonds. Indexfonds konzentrieren sich darauf, mit dem Kauf von riesigen Mengen Futures den physischen Markt nachzubilden. Es ist allerdings anzunehmen, dass sie so die Preise nach oben treiben, da sie vor allem Futures kaufen, die auf steigende Preise wetten. Die viel diskutierten Hedgefonds gehen anders vor. Sie spekulieren mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Strategien des Finanzmarktes, um selbst bei fallenden Kursen noch Gewinne machen zu können. In Europa spielt diese neue Art der Spekulation mit Futures eine wachsende Rolle. Vor allem an den Börsen in Paris und London. Am weitesten ist sie jedoch in den USA entwickelt. Dort sank der Anteil von Produzenten, Konsumenten und Händlern an den Terminverträgen von 39% im Jahr 2000 auf 15% zu Anfang 2008. Das Verhältnis von US-Weizen-Futures zur physischen US-Weizenproduktion veränderte sich ebenfalls. 2002 gab es das 11-fache an Futures, 2004 das 16-fache, 2007 das 30-fache. Der Zustrom von Spekulanten führt dazu, dass immer mehr Verträge abgeschlossen werden, die nichts mehr mit den Bedingungen der Realwirtschaft zu tun haben. Einige Spekulanten beginnen zur Profitgenerierung, die Märkte zu manipulieren. Die meisten jedoch wetten einfach nur auf die Aktionen anderer Spekulanten oder nutzen kurzfristige Tendenzen aus. Somit werden kleine Preisbewegungen zu Trends. Die Spekulation provoziert also Preissprünge, an denen vor allem die Spekulanten verdienen. Und die preisstabilisierende Wirkung weniger Spekulanten schlägt mit der Masse ins Gegenteil um. Durch den Anstieg der Spekulation mit Terminverträgen werden Nahrungsmittel immer mehr von einem Nutzwert zu einer Geldanlage. Dies ist die sogenannte Finanzialisierung. Die Preise werden nun immer stärker von der Wechselhaftigkeit des Finanzmarktes beeinflusst, nicht mehr von den Bedürfnissen der Menschen, Bauern und Unternehmen. Es gibt so erdrückende Belege. Ich habe es ja selber nicht ganz geschnallt und geglaubt, bevor ich mich damit befasst habe. Jetzt haben wir 6 Wochen das hin und vorn diskutiert, weil wir es einfach nicht verstanden haben. Wir haben es einfach nicht verstanden. Nein, das ist schon undemokratisch. Das, was passiert, was 99% der Leute überhaupt nicht verstehen. Ich meine, ich habe Volkswirtschaft studiert. Ich habe so, sage jetzt mal, sogar promoviert. Ich habe 0 davon verstanden. 0. Ja, das heißt also, demokratische Kontrolle ist gar nicht mehr unmöglich. Ja. Und jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich gesehen, das ist ein Problem, das ist eine Sauerei, wenn man das macht. Muss aufhören. Fertig. Schluss. Schauen Sie sich all diese Menschen an. Wie können Sie so vor sich hinhetzen? Wie können Sie so durch den Tag gehen, wenn Sie wissen, dass woanders hunderte Millionen leiden? Wie können Sie nach allem, was passiert ist, ernsthaft den sterbenden Michael Jackson beweinen, anstelle von 6 Millionen toten Kongolesen in den letzten 14 Jahren? Hier stimmt doch irgendetwas nicht. Wie können wir so leben? Vor fast 2500 Jahren, da hatte Aristoteles seinen Namen dafür. Mikropsychia, Kleingesinntheit, alle auf sich bezogen und beschränkt, das ist wie eine Krankheit. Selbstbezogenheit, das ist eine Krankheit. Und die verhindert, dass wir die Armen sehen. Sie steckt tief im Körper und vergiftet alles. Platon hat gesagt, im Kleinen zeigt sich der große Staat. Und jetzt schauen Sie sich all diese Menschen an. Der läuft hier nämlich überall rum, dieser große Staat. In 80 Millionen fein säuberlich abgeschotteten Einzelteilen. Das Private sollte das Öffentliche sein, aber das Öffentliche, das will nicht so richtig privat werden. Und das, was wirklich öffentlich wäre, das verpestet die Qualität unserer Privatleben.
Irgendwann werden wir alle lächerlich sein. Irgendwann werden Historiker an unserer Zeit nichts Großzügiges oder Wohltätiges sehen, sondern nur die nackte Barbarei unserer Privatheit.